Alkohol. Harmlos oder gefährlich? Ich war jetzt nicht jemand, der jetzt die ganze Zeit Alkohol brauchte oder sowas, aber in bestimmten Situationen, so auf Premieren oder so, wenn es zu viel war, hat man sich dann schon mal ein Glas genehmigt. Ne? Etwas, das für Bauleiter Marc allerdings zum Problem wird. Das Drehbuch hat impliziert eine Fragestellung. Da dachte ich mir, okay, alles klar, finde ich gut, finde ich ein wichtiges Thema, finde ich relevant, das Gesellschaft, die Gesellschaft sollte davon irgendwie mal auch was zu spüren bekommen. Deshalb Frederik Lau in Markus Gollers Film einiges abverlangt hat. Das war eine unglaublich hohe Herausforderung, um ehrlich zu sein, weil es ist echt anstrengend und schwierig, betrunken zu spielen, wenn man nicht betrunken ist. Weil es kann schnell mal albern sein und sowas. Freddy hat aus sich raus was gespielt, was in ihm schlummert. So ist, so macht das immer. Er ist ein absoluter Bauchmensch und konnte natürlich mit dem, er kennt das Thema. Ne? Er kann damit, er weiß die Höhen und Tiefen davon. Mittlerweile trinke ich eigentlich gar keinen Alkohol mehr. Vielleicht auch geschuldet diesem Film oder aber auch meiner Familie und sowas. Denn der Schauspieler hat im Gegensatz zu seiner Figur andere Methoden, um Komplikationen zu lösen. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, um ehrlich zu sein. Ich bin auch immer da und ich bin auch ziemlich ehrlich, so würde ich sagen, dass ich auch sage, okay, das ist mein Problem, wie kann ich es jetzt irgendwie quasi beseitigen? Und ich habe eine Familie, die mich natürlich auch stützt. Für Marc ist übermäßiger Alkoholkonsum hingegen mittlerweile zur Sucht geworden. Ein Problem, das er sich wie viele Betroffene zunächst nicht eingesteht. Ich kann's haben. Aber warum ist das eigentlich so? Weil Sucht allgegenwärtig ist. Also ich glaube auch, manche Leute kriegen es in die Wiege gelegt, manche Leute haben es noch nicht ganz begriffen. Ich glaube, dass jeder in seinem Umkreis einige Leute hat, die den Film die den sehen sollten. Denn die Krankheit birgt viele Gefahren, welche sich nur langsam bemerkbar machen. Und dann plötzlich, in dem Film ist es sehr schleichend und irgendwie dann aber plötzlich da, ist dann merkt man, okay, it's something, ich muss da hingucken. Und deren Auswirkungen auch Marc schon bald zu spüren bekommt. Gemütszustände, die uns von Frederik Lau äußerst authentisch näher gebracht werden. Dann denkst du dir, oh Gott, was mache ich denn hier? Als Schauspieler kommt man sich ja sowieso manchmal albern vor beim Spielen. Aber wir haben es mit unserem Regisseur erarbeitet. Da gab es sozusagen, wir haben so verschiedene Stufen eingerichtet, so angeschäkert sein. Dann wird man ein bisschen lauter, bis irgendwann zum Kontrollverlust natürlich. Aber zum Glück nur auf der Leinwand. Denn am Set musste keiner für diese Szenen echten Alkohol trinken. Es war niemand betrunken, die haben das alle gespielt. Das war uns wichtig. Ne? Aber dieses Gefühl, das hat was mit Endorphinen, das hat was mit Loslassen, mit Loslassen zu tun. Dann kannst du das auch so machen. Trotzdem lag Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg dabei eine Sache ganz besonders am Herzen. Eine größte Herausforderung war tatsächlich die Balance zwischen Alkohol, es macht Spaß, Alkohol zu trinken, und es ist gefährlich, Alkohol zu trinken. Und diese Balance wirklich hinzubekommen, weil mir war das wahnsinnig wichtig, dass beides in dem Film drin ist. Eine Gratwanderung, welche Markus Goller und seinem Team hervorragend gelungen ist. Mit einem Film, der nicht nur unterhalten, sondern vor allem Betroffenen Mut machen soll. Für mich ist die Botschaft des Films, dass, also was ich auch im Film sage, da ist noch so viel mehr. Und ich glaube an jeden Menschen, der eine Suchterkrankung hatte, dass er das schafft. Und der Film ist auch für die. Und ich glaube fest daran, dass man alles überwinden kann, auch wenn es alles andere als einfach ist. One for the Road, jetzt im Kino.